Also ich will, dass endlich mal das geschwollene Hochdeutsch-Geschwätz aufhört, verstehst du? Dass die Leute alle so schwätzen, wie ihnen das Maul gewachsen ist. Das wäre mal wichtig. Schwäbisch zum Beispiel, das wäre ein guter Vorschlag. Ich will, dass der Südwesten gefordert ist. Die einzelnen Dörfer sollen gegen mich antreten und erst mal zeigen, dass sie überhaupt gewinnen können. Ich will mit meiner Sendung Late Line live auf Tour die Menschen verzaubern, die Menschen begeistern fürs Radio und fürs Fernsehen, fürs Digitalfernsehen und den Menschen ein Lachen ins Gesicht zaubern. In letzter Zeit ist mir häufig die Frage gestellt worden, was heißt eigentlich lommelig? Also, wir machen jetzt eine Mundart-Geschichte. Ich hätte den Macchiato nicht zaufen sollen. Also, komm, wir mal sowas. Was mich echt nervt, ist das Thema Fahrräderabsteller im Hausgang. Wir haben Hella von Sinnen zu Gast und die muss beweisen, dass die hier im Südwesten mit ihrer falschen Sprache auch rumkommt. Weil Hella von Sinnen schwätzt ja nicht. Verstehst du, schwätzt ja Kölsch, wenn überhaupt. Falscher Dialekt. Das war's von mir. Ich gang jetzt erstmal runter in Kantine und hol mir ein Ciabatta-Brot mit Tomate und Mozzarella. Also mein Lieblingsschimpfwort ist immer noch der Grasdackel. Das kann man auch hören. Du Grasdackel, du Elendiger. Das ist im Schwäbischen aber brutal schlimm. Und noch schlimmer ist witzigerweise im Schwäbischen, wenn man Halbdackel sagt. Halbdackel. 5 Aufgaben. Steiner gegen alle der Superschwere muss einen Planwagen ziehen. Seine Verletzung von London scheint überwunden. Muckis werden ab und zu mal gebraucht, aber es geht um Geschicklichkeit und gut, es sind jetzt keine Wissensspiele, es wird keine Quizshow. Aber schon Geschicklichkeit und Schnelligkeit, Geschicklichkeit, wie man was einfach am besten anstellt. Ich bin eigentlich immer dabei, um meinen Mann anzufeuern. Er muss die Spiele bestreiten und ich gebe ihm Tipps, wie er es am besten machen soll. Teilweise unterstütze ich ihn dabei und ich halte ihm immer die Händchen. Wenn also das Dorf oder der Ort gegen Matthias gewinnt, dann bekommt der Ort 3.000 Euro für den guten Zweck. Oder wir nehmen das Geld halt dann mit ins nächste Dorf und dann haben die natürlich noch einen größeren Anreiz gegen Matthias zu gewinnen, weil sie dann 6.000 Euro im Jackpot haben. Ich kann selbst nicht nachvollziehen, dass ich das überhaupt mache. Ich möchte auch nicht öffentlich im Radio reden, aber ich meine, das Geld stimmt, 40 Euro pro Sendung und jetzt bei 1 Plus 60 Euro pro Sendung. Entschuldigung, Asbest in den Wänden, das ist alles Asbest. Wenn das halt langweilig wird, dann muss ich mich inhaltlich ein bisschen anpassen. Dann ist meine Grenze nur noch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, wenn überhaupt. Ich habe eine Reihe von merkwürdigen Fetischen und absonderlichen Sexualspielarten, aber das ist ein Geheimnis, müssen halt die Leute versuchen, über die 5 Sendungen herauszubekommen. Und dann können wir da gemeinsam drüber reden. Wir haben gar kein Geld, null Geld, deswegen kann sich gar nichts verändern. Es wird also unglaublich langweilig. Das Einzige, was vielleicht eventuell mal passiert, ist, dass ein Auto im Studio vorbeifährt und wir alles abbrechen müssen. Oh, wie hier. Kann man sich schon mal gut üben. Dankeschön. Südwestrundfunk. Verstehen Sie was? Am 17. Dezember im SWR Fernsehen. Montag, den 29. Oktober um 22.30 Uhr geht's los. SWR einschalten, unbedingt. Mein Name ist Jan Böhmermann, die Sendung heißt Late Line und sie läuft auf 1 Festival. ZDF, gut, nee, 1 auf Tele 5. Nein, 1 Plus. Ich weiß nicht, was sich die Marketingstrategen da ausgedacht haben, aber ist catchy. Ist alles dabei. Frau im sexuell und Spätdienst. Late Night. Late Line. Ja, ist bloß Fernsehen.